Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute gibt es ein kleines Abenteuer für mich, denn ich bin schon wieder auf einer Hochzeit. Der Oktober ist sehr, sehr dankbar dieses Jahr für mich und irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen eine Wiedergutmachung für die ganzen Strapazen dieses Corona-Jahres. Auf jeden Fall habe ich eine Hochzeit im Milchhäuschen. Das Wetter ist grandios. Wir haben den schönsten Herbst, die tollsten Farben und um dorthin zu kommen, musste ich jetzt einen Parkplatz suchen. Die meisten waren rappelvoll, die Wanderparkplätze und so weiter, denn es liegt im Naturschutzgebiet und man darf nicht hinfahren. Jetzt habe ich eine halbe Stunde Wanderung. Für mich ja sowieso geil. Ich liebe das. Genieße jetzt schon mal die Natur, die Blätter, die Luft und freue mich auf mein Paar. Und genau, ich nehme euch natürlich mal wieder mit. Ich versuch's. Kann ich mal sagen, bis gleich. Jetzt frage ich Sie. So beantworten Sie meine Frage bitte mit Ja. Ja. Kurz und knackig, fest und geschlossen. Auch Sie meine Frage bitte mit Ja. Ja. Also. So, ich bin wieder zu Hause, fix und fertig. Das Backup ist auch fertig. Und ich habe eine Mini-Preview geschickt, weil sie gerne ihren ausgeladenen Gästen tatsächlich ein, zwei Bilder zeigen wollten. Das habe ich noch eben fertig gemacht und jetzt geht's ins Bett. Ganz, ganz süß wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Ich hatte auch ein Plätzchen. Mega süß. Der Bräutigam hat jetzt nämlich einen 3D-Laser und deswegen sieht die Schrift so schön aus, ist nämlich gar nicht handgeschrieben. Und als Gastgeschenk gab es diese Do-It-Yourself, Herb, ein bisschen näher hier, Samen, lasst unsere Liebe wachsen. Da sind Blumensamen drin, die die liebe Braut händisch für jeden Einzelnen quasi in diese Tütchen verpackt hat. Die Tütchen sind eigentlich nur ausgeschnittene Papier. Tüten. Ich weiß es nicht, woraus sie es genau gemacht hat. Und die hat sie dann alle einzeln, also so Craftpapier einzeln zusammengenäht. Das hat sie alles selber gemacht. Die Deko war auch selber erstellt, gemacht, gebaut aus Birkenholz und so weiter. Alles tendenziell eher auf Nachhaltigkeit getrimmt, alternativ. Sehr, sehr natürlich, bodenständig, ganz, ganz tolle Blumen auch gewesen. Und ja, da ist mir das Herz aufgegangen, ist genau meins und man kann auch sehr, sehr viel tolle, wunderschöne Sachen selber machen. Übrigens, das Konfetti, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, das war Laubkonfetti. Sie haben in einer Aktion mit einigen sich zusammengetan und haben Laub, kennt ihr diese Locher? Ja, also eigentlich Papierlocher ausgestanzt, wohl noch in nicht getrocknetem Zustand, weil es wohl sonst bröselt und nicht so funktioniert. Dann haben die wirklich einen riesen Schuhkarton voll Laubkonfetti ausgestanzt und so schöne Craft-Papier-Tütchen noch aus altem Papier gemacht. Und das wurde dann gestreut. Das fand ich mega cool, mega süß. Ein Riesenaufwand, glaube ich, muss das gewesen sein. Aber auf jeden Fall nachhaltig. Das kann da auch unbedingt in dem Laub draußen liegen bleiben. Das ist gar kein Problem. Und
Deswegen gibt es da von mir heute 5 Daumen hoch. So, muss ich auch mal sagen. Aller gut, das waren jetzt die letzten Nachrichten von mir heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder zumindest mir selber. Genau. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.